Soeben wurde der Endbericht der Corona-Spürhunde-Ausbildung präsentiert. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Also es ist tatsächlich eine Pionierleistung, die von unseren Experten, von den Soldatinnen und Soldaten vollbracht worden ist. Vor einem Jahr hat die Studie begonnen mit offenem Ausgang. Man wusste nicht, ist es wirklich möglich, dass unsere Spürhunde eben Corona, das Virus, als ein Beispiel eben erschnüffeln können. Und nach der Beendigung dieser Studie kann man diese Frage ganz eindeutig mit Ja beantworten. Und das ist wirklich eine wissenschaftliche Meisterleistung, die erbracht worden ist. Und da wollen wir jetzt auch dafür sorgen, dass sie sozusagen auch in der Wissenschaftswelt und dann auch in der Praxis national und international ankommt. Sie haben es gerade angesprochen, das sind die nächsten Schritte. Wie genau wird man da vorgehen?放开了，哎，你放动，同志们，放开，同志们，放开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 
Man hat sich das so vorzustellen, dass hier quasi unterhalb zur linken Hand das Gebiet ist, das Grenzgebiet, das eigentliche Gebiet, wo auch Zelte aufgebaut sind, wo Polizisten, wo Armee sind, die versucht haben, das Ganze zu kanalisieren. Aber das ist letztendlich gescheitert. Und unterm Strich haben sich die österreichischen Sicherheitskräfte hier von den Flüchtlingen momentan komplett überrennen lassen.